amerikanischen Superfestungen haben Tokio und viele andere Städte bereits zerbombt. Japan steht kurz vor der Kapitulation. Selbst General Eisenhower, der Nachfolger Trumans im Amt des Präsidenten, sagte damals: I was against it for two reasons. Ich bin aus zwei Gründen dagegen. Erstens waren die Japaner reif für die Kapitulation und es war nicht mehr notwendig, sie mit diesem Ding zu schlagen. Zweitens hasste ich den Gedanken, dass unser Land das erste sein sollte, das eine solche Waffe anwendet. Schloss Sizilienhof. Wie solche Bilder täuschen können. Nichts als Posen für die Weltpresse. In welchem Maße die amerikanische Diplomatie in Wahrheit von der Atombombe beherrscht wird, bleibt der Weltöffentlichkeit damals verborgen. Trumans Verhandlungstaktik besteht aus einer Kombination von festen Forderungen, unnachgiebiger Ablehnung sowjetischer Vorschläge und fortgesetztem Bestreben, alle zur Debatte stehenden Fragen auf die lange Bank zu schieben. Nach Aussagen aus seiner Umgebung vertrat auch USA-Außenminister Burns jene aggressive, antisowjetische Tendenz. Mr. Burns did not argue that it was necessary to use the bomb against cities in Japan in order to win the war. Mr. Burns believed that our possession of the bomb and a demonstration of its use would make Russia more docile in Europe. Mr. Burns argumentierte nicht, dass es nötig sei, die Bombe gegen Städte in Japan einzusetzen, um den Krieg zu gewinnen. Seine Meinung war, dass die Aktion Russland in Europa fügsamer machen werde. Das Ende des Dauertons signalisiert noch 2 Minuten. Die Männer der Enola Gay greifen nach ihren tiefschwarzen Brillen. Die Uhren in den Schulen Hiroshimas zeigen 8.13 Uhr. In Moskau beginnt die 3. Stunde des Tages. In den USA ist es noch gestern, der 5. August 1945. Auf einem der hinter dem Pentagon gelegenen Plätze entspannt sich General Groves beim Tennis. In seiner Nähe sitzt der Adjutant am Telefon. Man wartet auf die Nachricht. Aus seinem Radio klingt Sentimental Journey. Hiroshima hat noch 42 Sekunden zu leben. 7 Stunden zuvor hat der Feldprediger für die Besatzung der Enola Gay ein Gebet gesprochen. Allmächtiger Vater, der du die Gebete jener erhörst, die dich lieben,
Wir bitten dich, denen beizustehen, die sich in die Höhen deines Himmels wagen und den Kampf bis zu unseren Feinden vortragen. Behüte und beschütze sie, wir bitten dich, wenn sie ihre befohlenen Runden fliegen. Mögen die Männer, die in dieser Nacht den Flug unternehmen, sicher in deiner Hut sein. Und mögen sie unversehrt zu uns zurückkehren. Amen. Wer könnte je auch mit dem freisten Wort das Blut, das ich hier sah, die Wunden sagen? Erzählt er auch die Kunde fort und fort, jedwede Zunge muß den Dienst versagen, da Sprach und Geist zu eng und schwacher scheint, so Schreckliches zu fassen und zu tragen. Dort ist die tiefste Nacht, der bängste Schauer, am fernsten von des Himmels ewigem Licht. Ich weiß den Weg, drum scheue Furcht und Trauer. Der Sumpf hier, welcher Stank verhaucht, umflicht die qualenvolle Stadt, durch deren Pforten man ohne Zorn die Bahn sich nimmer bricht. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Vor kurzem warf ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe auf Hiroshima und vernichtete den Wert der Stadt für den Feind. Es handelte sich um eine Atombombe. Die Kraft, von der die Sonne ihre Macht bezieht, wurde gegen diejenigen verwendet, die den Krieg in den fernen Osten brachten. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
Lichter der Klage, Lichter der Anklage, Lichter der Mahnung, Lichter der hunderttausende toten Seelen, die alljährlich in Hiroshima und Nagasaki mit Ebbe und Flut stromabwärts und stromaufwärts schwimmen. Die Bombe tötet Jahr für Jahr ihre noch lebenden Opfer. August 1981. USA-Präsident Reagan ordnet den Bau der Neutronenbombe an. 9. August 1981. Dieser Beschluss wird der Welt verkündet. 2 Tage im August.